Leute, wo sind wir? Das Spiel läuft. Oh nein, wir sind noch nicht bereit. Einschalten der Bewegungssensoren. Die Hauptsache ist, uns nicht zu bewegen und nicht atmen. Ich habe Angst, ich will zu meiner Mama. Die Bewegungsmelder sind ausgeschaltet. Tom, sei vorsichtig. Sorry, ich dachte bloß, es wäre besser, wenn ich langsam bin. Dazu habe ich andere Gedanken. Ich finde, ich sollte konkurrenzlos werden. Hey, was hast du getan? Einschalten der Bewegungssensoren. Das Scannen beginnt. Oh nein, ich glaube, ich muss niesen. Ich kann das nicht ändern. Oh nein! Bewegung festgelegt. Oh nein, nein, bitte nicht. Das kam zufällig aus. Ich will noch nicht sterben. Andy ist an allem schuld. Die Bewegungsmelder ausgeschaltet. Sieht so aus, als hätte Tom die Wahrheit gesagt. Andy hat ihn eingelegt. Nun, er wird das verantworten müssen. Sorry, Andy, aber deine Stürsenkel haben mich auf einen Gedanken gebracht. Mal sehen, wie du weitermachst. Oh nein, ich falle, nein! Bewegungsmelder eingeschaltet. Los, nicht jetzt! Bewegung entdeckt. Der Spieler ist nicht mehr im Spiel. Nein, gib mir eine Chance, ich kann auch gewinnen. Nein, bloß nicht. Macht's gut. Bewegungsmelder ausgeschaltet. Yeah! Fantastisch, ich hab's geschafft. Leute, ich bin in der nächsten Runde. Ja, wir auch. Bewegungssensoren eingeschaltet. Niemand wurde entdeckt. Wir gehen in die nächste Runde. Ich frag mich, was wir diesmal machen müssen. What? Ich verstehe es nicht. Oh, diese Kekse sind voll süß. Ich liebe es. Ihr sollt die nicht essen, sondern die richtige Form ausschneiden. Die Zeit ist knapp. Versucht gar nicht schneller zu sein als ich. Ich werde nicht aufgeben. Ich bin mir sicher, ich werde das schaffen. Außerdem habe ich eine Idee. Ah, irgendwie ist mir schlecht. Ups, ich habe das Gleichgewicht verloren. Nein, mein Keks ist zerbrochen. Wir haben einen Verlierer. Nein, bitte, bitte, gib mir noch eine Chance. Das ist unmöglich. So lauten die Regeln. Mach's gut. Das war's. Dein Spiel ist vorbei. So schnell geht das. Es bleibt nicht viel Zeit. Ich muss mich beeilen. Ich hab's fast geschafft. Ich werde die Barbie-Methode ausprobieren. Oh nein, das war eine schlechte Idee. Vielleicht bemerkt das ja niemand. Ich glaube, da scheidet noch jemand aus. Versuch bloß nichts zu verbergen. Ich lass mich nicht täuschen. Zeig mir deinen Keks. Keks? Aber ich habe die Aufgabe noch nicht abgeschlossen. Gib mir noch Zeit. Du hast bereits verloren. Der Keks ist zerbrochen. Es gibt keinen Sinn, weiterzumachen. Nein, bitte. Lass mich weitermachen. Das war nur ein Unfall. Das macht mir Angst. Das wird ja mega knapp hier. Aber ich hab's geschafft. Ja, ich hab's auch geschafft. Siehst du, wir sind bereits fertig. Ich kann das auch noch schaffen. Es ist nicht mehr viel übrig. Nur noch ein paar Sekunden übrig. Ich muss mich anstrengen. Na, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Ich hab fast mein Dreieck ausgeschnitten. 3 Sekunden. 2, 1, stopp. Ich hab's geschafft. Ich gehe weiter. Schaut euch diese perfekte Form an. Glückwunsch, das war toll. Ich will mir gar nicht vorstellen, was als nächstes kommt. Wow, so viele Hot Dogs. Sieht toll aus. Mal sehen, ob ihr die Portion in 3 Minuten essen könnt. Ha, gebt sofort auf. Ihr habt eh keine Chance gegen mich. Ich habe einen ausgezeichneten Appetit. Zieh keine voreiligen Schlüsse, Susie. Wir haben eine Überraschung für dich. Mal sehen, wie würzig du deine Hotdogs magst. Sie hat sicher keine Chance. Es ist nur noch ein bisschen übrig. Das heißt noch gar nichts. Wieso ist das so scharf? Ich verbrenne! Hilfe! Oh, was für eine Flamme. Damit könnte ich mein Essen braten. Was hast du vor, Barbie? Oh nein, das ging nicht nach Plan.
Meine Hotdogs haben sich in Kohle verwandelt. Was soll ich jetzt essen? Ich brauche dringend Wasser. Ah, stimmt. Ich habe doch noch eine ganze Flasche. Oh, jetzt geht's mir besser. Was für eine Erleichterung. Susie, du siehst aus wie ein Luftballon. Na und, dafür geht's mir gut. Hey, was hast du getan? Lass mich in Ruhe. Oh nein, bloß nicht das. Nein, jetzt bin ich auch noch klatschnass. Tut mir leid, aber du bist selber schuld. Oh, ganz schön kalt hier. Ich muss mich abtrocknen. Oh, was für eine starke Luftströmung. Das hat mich fast umgehauen. Schluss mit dem Unfug. Komm, iss deine Kohle. No. Warum hast du mich daran erinnert? Ich will nicht. Komm schon, Barbie, reiß dich zusammen. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie eklig das ist. Ja, Hotdogs essen ist viel angenehmer. Na, da muss ich aber sofort eingreifen. Einen dieser Hotdogs werde ich einfach wegwerfen. Sie wird ihn nicht wiederfinden. Barbie hat tatsächlich die ganze Kohle aufgegessen. Die Zeit ist um. Ich muss mir eure Ergebnisse ansehen. Nichts auf dem Tisch. Hey! Ich denke, du solltest noch auf dem Boden überprüfen. Keine schlechte Idee. Was sehe ich? Ein Hotdog, der Poli gehört. Aber er war nicht auf dem Teller, ich schwöre. Ich habe alles aufgegessen. Das spielt keine Rolle mehr. Du hast verloren. Aber das ist voll unfair. Wir kommen weiter. Schau mal, das ist hier eine Spielkonsole. Das ist richtig. Und ihr müsst sie zeichnen. Okay, damit kann ich umgehen. Gegen mich hast du keine Chance. Meine Arbeit wird definitiv besser sein. Ich habe bereits eine Skizze. Hier ist nicht mehr viel übrig. Oh wow, ich habe Barbie unterschätzt. Das ist ja großartig. Ich muss mir sofort was einfallen lassen. Ich weiß. Ich habe einen weiteren raffinierten Plan. Pass auf, Barbie. Bald wirst du nichts mehr zum Malen haben. Du bleibst ohne Pinsel. Voila. Und weg ist der Pinsel. Gut gemacht. Was lachst du, Susie? Oh nein, wo ist mein Pinsel hin? Alles klar, du hast so gut wie verloren. Niemals, ich werde nicht aufgeben. Es muss definitiv einen Weg geben. Ich versuche einfach mit der anderen Seite zu zeichnen. Es klappt. Sieht sogar gut aus. Oh nein, sie hat es geschafft. Gib das sofort zurück. Ich mache deinen Pinsel nochmal kaputt. Du kannst sicher nicht gewinnen. Das ist nicht fair. Das bricht alle Regeln. Okay, das kann ich aber auch machen. Ich glaube, du brauchst etwas mehr schwarze Farbe. Nein, tu das nicht. Oh ja, so sieht's viel besser aus. Die Zeit ist um. Seid ihr fertig? Hier, das ist meine Arbeit. Und ich kann nichts zeigen. Barbie hat alles ruiniert. Eindeutige Niederlage. Tut mir leid. Wie konntest du nur, Barbie? Ich dachte, du wärst gut. Aber du hast das selber gewollt. Yeah, der Sieg ist mein. Ich hab's geschafft. Diese Spielkonsole geht an dich. Wow. Super. Ich habe die ganze Tortur nicht umsonst mitgemacht. Das Spiel war es wert. Ich bin so glücklich. Na komm, na komm, na komm. Ich will gewinnen. Ah, du spielst ganz schön gut. Ja, ich habe Spaß mit dir. High five, Kumpel. Wo sind wir gelandet? Ich denke, das ist eine neue Challenge. Wie aufgeregt. Kann ich bitte anfangen? Ich bin sicher, dass in diesem Safe etwas Leckeres ist. Falsch geraten, aber das ist auch ziemlich cool. Es gibt einen Berg von Pop-Its. Sie sind irgendwie komisch. Sie riechen zu gut. Wow, es geht also doch um Essen. Mila, hast du den Verstand verloren? Gummis kann man nicht essen. Du verstehst gar nichts. Das ist kein echtes Gummi, das ist Weingummi. Es ist so lecker. Ich möchte alles auf einmal essen. Es passt kaum in meinem Mund, aber ich kann alles schaffen. Du hast Glück. Wir sind neidisch. Genau. Ich hätte nichts dagegen, es einmal zu probieren. Es war köstlich, aber ich bin vollgestopft.
Gibst du uns dann den letzten Pop-It? Ich schlage vor, wir nehmen es selbst, ohne zu fragen. Eigentlich sehe ich alles. Ihr dürft mein Pop-It nicht anfassen. Ich schaffe das ganz gut allein. Okay. Schon gut, schon gut. Ich kümmere mich um meinen Safe. Was zum Teufel ist das? Ich kann meinen Augen nicht trauen. Ich glaube, es bewegt sich. Oh nein, es sind lebende Würmer. Was für ein Albtraum. Ich möchte nicht in deinen Schuhen sein, Juli. Nimm das weg von mir. Ich glaube, deine Würmer sind direkt Mila getroffen. Was hast du getan, Juli? Räume alles weg. Beruhige dich. Wir brauchen einen Staubsauger. Mila hat einen Wurm direkt vor der Nase. Aber das ist überhaupt nicht lustig. Alex, hilf mir. Mila, keine Sorge, ich werde das jetzt auch putzen. Mach den Staubauge aus, er saugt an meinen Lippen. Das war wirklich lustig. Wow, schau mal, was aus Mila geworden ist. Meine Lippen sehen aus wie aufgeblasene Knödel. Das ist alles eure Schuld. Alex Schuld. Er lachte ständig und lenkte mich ab. Es ist an der Zeit, ihm eine Lektion zu erteilen. Was hast du getan, Julie? Mein Mund ist voll mit Würmern. Aber jetzt können wir gut lachen. Übrigens, hast du deinen Safe-Hülle vergessen? Da ist eine seltsame Dose drin. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Vielleicht soll ich es probieren. Wie schmeckt es? Irgendwas scheint mit mir zu passieren. Aber ich verstehe nicht, was es ist. Mila, schau mal. Alex wird ganz klein. Ganz genau. Es steht ihm. Er sieht wirklich süß aus. Alex, halt dich gut fest. Ich hebe dich auf den Tisch. Danke, Mila. Aber du hättest ein bisschen vorsichtiger sein können. Wie sehr wir dich mögen, Alex. So soll es immer bleiben. Solange es mich nicht stört. Wow, Pop-It. Endlich kann ich es ausprobieren und auch gleich drauf springen. Oh, großartig. Das ist sogar besser als ein Trampolin. Was machst du da, Alex? Genieße mein Leben. Er ist ja wirklich ein süßer Kerl. Dieses Luftkuss schicke ich dir. Puh, das war's. Ich höre auf, herumzuspringen. Ich bin sehr müde. Wollen wir dann ein bisschen spielen? Noch mehr? Ich möchte keine Dummheiten machen. Du hättest mich überhaupt nicht beißen müssen. Du hättest einfach Nein sagen können. Aber es macht so viel Spaß. Spaß, sagst du? Ich zeige dir, was wirklich Spaß macht. Kämpfen. Was hast du vor, Juli? Sie will, dass ich den Wurm besiege. So einfach ist das. Ich besiege ihn mit einer Hand. Bis jetzt klappt es nicht gut. Das ist okay. Ich habe immer noch eine Chance zu revanchieren. Gut gemacht, alles. Du gewinnst. Nimm das, du dummer Wurm. Noch ein bisschen. Ich gewinne. Du bist so stark. Super. Du hast uns schon überrascht. Nun, ich denke, es ist an der Zeit, zurückzukehren. Wow. Du bist wieder ganz normal. Und darüber bin ich froh. Kann ich dieses Mal anfangen? Wir sind nicht dagegen. Wow, habt ihr das gesehen? Ich habe ein brandneues iPhone bekommen. Das ist so cool. Das ist kein Grund, bei deinen Freunden anzugeben. Ihr solltet alle neidisch auf mich sein. So ein Handy könnten ihr nie haben. Alex, geh aus dem Bild. Gib es mir. Ich nehme dein Handy. Oh, alles verstanden. Es wird lange dauern. Gebt es mir. Jetzt reicht es aber. Was machst du, Mila? Gib das iPhone zurück. Stört mich nicht. Ich spiele gerade. Eigentlich wollte ich das auch. Na und, das ist mir egal. Was habt ihr getan? Ihr habt mein Handy fallen lassen. Ups, es ist so peinlich. Was ist los mit ihm, Alex? Sag es mir. Es ist besser, wenn du es nicht siehst. Oh nein, nicht das, es ist kaputt. Es tut uns leid, Juli, wir wollten es nicht. Lass uns nicht streiten, lieber sehen wir, was in meinem Safe ist. Ich glaube, ich höre ein seltsames Geräusch. Was ist da drin? Ich kann es nicht raus. Es gleitet von mir. Ich kann meinen Augen nicht trauen. Das ist ein Frosch. Meinst du das erst? Das kann nicht sein. Hilfe, nehmt ihn von meinem Kopf ab. Tut mir leid, aber ich kann ihn nicht anfassen. Puh, ich glaube, ich habe ihn losgeworden. Nein, es ist auf mich gesprungen.
Das ist so witzig. Igitt, das ist so schleimig. Nehmt ihn weg. Was hast du getan, Juli? Ich hätte ihn fast verschluckt. Oh. Ich glaube, wir hatten umsonst so viel Angst vor ihm. Seht nur, wie süß er ist. Und wenn er ein wunderschöner Prinz ist, ich werde versuchen, einen Frosch zu küssen, um den Zauber zu lösen. Hat es funktioniert? Oh. Mila hat den Frosch geküsst. Na und? Das musste ich überprüfen. Aber ich will sehen, was in meinem Safe ist. What? Da ist eine Art Zylinder drin. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Probier ihn an und schau, ob er dir passt. Oh. Vorsicht, Mila. Dein Frosch ist schon wieder weg. Schau, was aus ihm geworden ist. Jetzt sieht er aus, als wäre er aus Schokolade. Nun, er sieht tatsächlich so aus. Wow, das ist definitiv Schokolade. Das ist lecker. Ich habe verstanden, wie dein Zylinder funktioniert. Und ich weiß auch schon, was ich da reinlegen werde. Was machst du da, Juli? Schon getan. Ich habe mein kaputtes Handy in Schokolade verwandelt. Großartige Idee. Es schmeckt so gut. Ich muss auch etwas zaubern. Aber ich habe nichts. Schau mal, Juli. Alex hat sich in Schokolade verwandelt. Was machst du da, Mila? Wozu brauchst du seinen Finger? Halt, esse ihn nicht. Du hattest recht, daran habe ich nicht gedacht. Ich weiß, wie wir Alex zurückbekommen. Wir müssen nur den Zylinder ausziehen. Danke, Juli. Ich bin an der Reihe, der Erste zu sein. Ich glaube, dieses Mal habe ich ein gutes Zeug bekommen. Wow, ein Schokoladenmilchshake. Das sieht fantastisch aus. Teilst du mit uns? Ich muss ihn zumindest zuerst aufmachen. Du bist nicht selbstständig. Du sollst hier drehen. Danke. Und jetzt teilst du mit mir? Nein, natürlich nicht. Wie konntest du nur an so etwas denken? Ich werde alles selbst trinken. Übrigens, es ist sehr köstlich. Geizhals, ich habe dir geholfen. Na gut, dann nimm was. Was hast du gemacht, Juli? Du verschüttelst so meinen ganzen Cocktail. Und wenn du teilen würdest, hättest du noch mehr übrig? Sehr witzig. Jetzt ist Mila dran. Ich will ihn nicht öffnen. Das ist bestimmt etwas Ungenießbares drin. Bitte sehr, ein stinkender Fisch. Ich habe es gesagt. Was soll ich denn damit machen? Ich kann es nicht in den Mund nehmen. Beeil dich und iss, sonst ersticken wir. Aber das will ich nicht. Nur für euch. Ich bin bereit, das zu tun. Wie ekelregend, ekelhaft. Ich werde nie wieder in meinem Leben Fisch essen. Du hast noch ein bisschen übrig. Iss bitte schnell auf. Okay, okay. Ich glaube, ich würde lieber den ganzen Fisch essen. Unglaublich. Wie hast du das gemacht? Ich hätte nicht gedacht, dass Mila dazu fähig ist. Vorsichtig! Du hast mir einen Fischstachel ins Gesicht geworfen. Aber es war trotzdem lustig. Nicht wirklich. Mache deinen Safe auf. Hier ist eine Praline drin. Was soll ich damit machen? Ich glaube, ich werde es einfach essen. Es schmeckte gut, aber war sehr, sehr wenig. Das ist eine seltsame Leckerei. Einverstanden. Oh, was passiert mit mir? Du hast Süßigkeiten überall auf deinem Gesicht. Und meine Hände auch. Ach du meine Güte, die Süßigkeiten waren also doch magisch. Schaut mal, die neuen Süßigkeiten ersetzen die alten Süßigkeiten. Darf ich auch eine probieren? Großartig, es schmeckt so gut. Schau, jetzt bin ich auch mit Süßigkeiten bedeckt. Fantastisch, ich mag es so sehr. Willst du auch, Mila? Nein, danke. Ihr seid so seltsam. Juhu, neue Saves. Ich bin bereit, meinen zu öffnen. Wow, das ist ein Glas Nutella drin. Stimmt, wie groß ist es? Super. Pass auf, wo du den Müll hinschmeißt, Juli. Aua, das tut weh. Entschuldigung, die Nutella hat mich so unaufmerksam gemacht. Ich kann es kaum erwarten, sie auszuprobieren. Schaut nur, wie schokoladig. Eine echte Leckerei. Ich will auch welche. Großartig. Ich habe ein bisschen gehabt. Super. Hey, du kommst zu nah zu meiner Nutella, Alex. Ich werde sie niemandem geben. Juli, du bist total schmutzig. Na und? Oh nein, meine Hand hat im Glas gesteckt. Sieht aus, als bräuchte jemand dringend Hilfe. Sieh, Alex, ich will nicht mein ganzes Leben lang so herumlaufen. Ich ziehe, aber sie kommt nicht raus.
Hilfe, ich falle. Aber du hast doch gesagt, ich soll 10, oder? Wow, jetzt haben wir ein Glas Nutella. Wenn ihr mich fragen wollt, wie es mir geht, alles ist in Ordnung. Ehrlich gesagt, wir wollten nicht fragen. Warum hast du meine Nutella genommen? Oh, es ist so gut, dass noch etwas übrig ist. Oh. Zeit zu sehen, was in meinem Safe ist. Igitt, holt sofort eure Gasmasken. Das ist Schimmerkäse. Wir brauchen keine Gasmasken, wenn du ihn sofort isst. Ich glaube, Mila braucht unsere freundliche Hilfe. Eigentlich nicht. Ich habe um Hilfe nicht gebeten. Ah, ich glaube, es hat funktioniert. Du hast fast alles aufgegessen. Wie ist das möglich? Ich muss gleich kotzen. Ich kann mich kaum noch halten. Es ist gut, dass das alles geklappt hat. Jetzt fehlt nur noch mein geheimnisvoller See. Ich glaube, das ist ein schwarzes Loch drin. Wo sind wir? Das sieht nach einer neuen Challenge aus. Ich will meinen Safe als Erste öffnen. Einer lächelt mir zu. Wow, eine ganze Menge bunter Pop-Its. Ist ja cool. Wow. Das könnt ihr laut sagen. Ich liebe die Dinger. Seltsam, wieso sind die so weich? Die riechen gut. Wow, das ist ja Fruchtgummi. Fruchtgummi, da hast du ja Glück gehabt. Schaut mal, wie viele ich davon habe. Ich krieg gar nicht genug davon. Die sind so mega lecker. Eins hat sie uns übrig gelassen. Das ist wohl sicher für uns. Lass es uns probieren. Hey, Finger weg. Das ist meins. Schauen wir mal, was dich erwartet. Das ist was Weiches. Oh, das sind Würmer. Lebendige Würmer. Ich werde die nicht essen, auf keinen Fall. Beruhig dich, die sind ja schon weg. Okay. Wirklich? Wo sind die? Oh, die krabbeln an mir entlang. Ich glaube, wir brauchen einen Staubsauger. Der wird das schon schaffen. Gleich saugen wir die Dinger ein. Selbst dieses kleine Würmchen da. Oh, deine Lippen wollte ich nicht einsaugen. Fertig. Meine Güte, das sind ja Mega-Lippen. Hör auf, dich über mich lustig zu machen. Sonst kriegst du die Würmer gleich wieder zurück. Meine Güte, was mache ich jetzt? Ui, wie eklig. Komm schon, jetzt schrei doch nicht. Komm, schau, was dich erwartet. Das sieht ja nach einem Zaubertrank aus. Ich hoffe, der verwandelt mich nicht in einen Frosch. Seltsam, ich spüre noch nichts. Es hat sich nichts verändert. Komisch. Oh nein, was passiert mit mir? Mädels, Hilfe! Der Trank hat mich geschrumpft. Jetzt bin ich winzig. Ich heb dich hoch. Oh, schaut mal, wie süß. Hey. Oh, komm mal her. Hey, du beißt ja. Oh, das tut weh. Na warte, jetzt kannst du was erleben. Du trittst gegen einen echten Wurm an. Der macht mir keine Angst. Schaut her. Der wird wohl gewinnen. Keine Ahnung. Ich setze auf den Wurm. Gar nicht. Ich habe bereits gewonnen. Ha. Was sagst du dazu? Meine Güte, die hat es ja tatsächlich geschafft. Und ihr habt noch daran gezweifelt? Was für ein Kampf. Diesmal kriege ich wohl wieder was Leckeres. Wow, das ist ja ein Mars-Cocktail. Ich liebe diese Dinger. Worauf warte ich noch?
Hey, wieso kommt da nichts? Blöde Flasche. Schau, so öffnet man das. Kriege ich jetzt was ab? Okay. Du? Sicher nicht. Kannst du vergessen, das ist mein Lieblingsgetränk. Du bist so geizig. Ich werde dir eine Lektion erteilen. Hey, was hast du angerichtet? Oh. Das nächste Mal teilst du mit mir. Oh, jetzt bin ich voll nass. Komm auf! Tiana, mach weiter. Was? Ein Fisch? Oh nein. Pee. Dass ich den nicht bekommen habe. Stimmt total. Du musst ihn aber essen. Okay. Ja, das weiß ich. Probieren wir mal. Wow, ich fürchte mich. Nein, ich schaff das nicht. Wie bitte? Das sind die Regeln, also mach den Mund auf. Sehr gut. Einfach so schnell wie möglich. Ui, wie eklig. Was soll ich denn mit dem Skelett anfangen? Mach du weiter, okay. Mary. Aber gerne. Was ist das? Sieht wie ein Skittles-Bonbon aus. Ich mag die zwar, aber wieso so wenig? Schmeckt ganz normal. Immerhin besser als gar nichts. Schau mal, jetzt wachsen die Bonbons auf meinem Gesicht. Boah, wie cool. Wow. Yeah. Und nicht nur auf meinem Gesicht. Voll toll. Darf ich auch mal probieren? Aber sicher. Lecker. Oh, es hat funktioniert. Jana, willst du auch? Come on! Nein, das sieht voll eklig aus. Ich will mal wieder anfangen. Ich hoffe, ihr seid damit einverstanden. Wow, das ist ja mal eine Überraschung. Ein echtes iPhone. Das macht doch die besten Fotos. Oh, ich will auch so eins. Ich will mit aufs Bild. Geh weg, du ruinierst mein Foto. Gib her, das ist meins. Ich will fotografieren. Mädels, ihr streitet euch nicht. Gib mir das Handy. Ich spiele so lange was. Ui. Hey, was erlaubst du dir? Gib mir das Handy. Was habt ihr angerichtet? Das war doch mein neues Handy. Ups, das sieht ja gar nicht gut aus. Du bist schuld. Das war mein neues iPhone. Ihr habt's kaputt gemacht. Hey! Ich mach so lange mein Safe auf. Seltsam. Da ist nichts drin. Lass mal schauen. Okay. Oh nein, es ist ein Frosch. Aber ich habe Angst vor Fröschen. Hilfe, pack das Ding weg. Huch, den bin ich los. Ich habe Angst vor Fröschen. Hilfe, pack das Ding weg. Hey, you. Hey, ich habe keine Lust auf Frösche. Weg damit. Und wenn das ein verzauberter Prinz ist? Dann könnte er mich zur echten Prinzessin machen. Ich muss es probieren. Okay. What's the matter with you? Ha, na, wie gefällt dir dein Prinz? Okay. Jetzt bin ich aber dran. What? Yeah, was ist das denn? What? Was für ein komischer Hut. Was soll ich damit anfangen? Keine Ahnung. Ach, weg mit dem Frosch. Ich will dich ja nicht traurig machen, aber dein Frosch hat sich in Stein verwandelt. Stein? Aber warum ist er braun? Aha, das ist ja Schokolade. Und zwar mega leckere Schokolade. Hör mal, kann dein Hut dasselbe auch mit meinem iPhone machen? Lass mal herausfinden. Boah, es hat funktioniert. Ist ja cool. Jetzt habe ich ein Schoko-iPhone. Das ist doch viel besser. Also hat der Hut doch noch was gebracht.
Ob ich ihn auch tragen kann? Mary ist jetzt aus Schokolade. What? Lass uns den Finger vernaschen. Tu das nicht. Sie ist unsere Freundin. Hm? Den Hut ab. Hey! Und dann wird sie wieder normal. Oh, danke, ihr habt mich gerettet. Ich dachte schon, ich würde für